Leute, ich zeige euch heute meine Modellbahnfahrzeuge. Und ja, ich beginne mal mit den zwei Schienenbusanhängern. Ich habe auch nämlich so einen Schienenbus, aber der funktioniert nicht, der ist kaputt. Deswegen tue ich die Wagen immer zusammenkuppeln und die dann gemeinsam eben fahren lassen. Ja, ich habe da immer so einen, den habe ich zu Weihnachten letztes Jahr von meiner Schwester bekommen. Ein Deutsche Bahn Schienenbus-Anhänger. Und von welchem Unternehmen der ist, das weiß ich nicht. Und jo, also wenn ihr mehr vielleicht so Modellbahn-Videos sehen wollt, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Es kommen auch zwischenzeitlich mal so, ja, sagen wir mal so ein paar Modellbahn-Videos, auch ein paar Trainspotting-Videos. So, hier sitzt der Schienenbus, da wo ich die zwei Waggone so, dann so, und so lasse ich den immer fahren. Wie geht der jetzt? Ah, jetzt habe ich ihn ab. Den Schienenbus lasse ich da mal. Ich weiß, sorry, ja, Leute, aber die Videoqualität ist jetzt nicht so gut. Ab und zu mal ist es ein bisschen schlecht. Aber ich werde dann vielleicht noch ein Video machen, da wo ich die ganzen Züge alle fahren lasse. Und dann ist es wahrscheinlich besser mit der Grafik, also des Videos. Da, das ist mein Schienenbus. Der ist in einem Video. Der kommt jetzt in den jetzigen drei Videos, die was auf den Kanal kommen, mal vor. Ist auch ein Deutsche Bahn Schienenbus. Ja, hier nur zweite Klasse. Erste Klasse gibt es in dem Bus leider, in den Schienenbus noch nicht. So, hier ist meine Dampflok. Die Dampflok ist, glaube ich, das älteste von hier. Ich glaube, oder der Schienenbus, ich weiß es jetzt nicht. Aber ja, also die habe ich letztes Jahr auch zu Weihnachten bekommen. Also kurz vor Weihnachten ist die schon in Betrieb bei mir, bei der Modelleisenbahn. Und jo, also ich habe nur eine Dampflok. Ich würde gerne eine zweite, so eine längliche. Aber die kostet so viel Geld, habe ich auch wieder nicht, um die zu kaufen. Ja. So, hier die nächste E-Lok. Das ist eine E-Lok der Baureihe E63 oder E83, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Ich schaue ganz kurz nach. Ich glaube E63 oder E83. Kann man den Stromabnehmer so rauf. Muss man natürlich immer so machen. Dann hat man den Stromabnehmer schon oben. Ja, das ist die älteste E-Lok, was ich habe. Eine alte. Ist auch sehr wertvoll. Und ja. Und jetzt habe ich auch noch, vielleicht für die Baureihe 103-Fans, die habe ich heute bekommen. Die kostet 69 Euro. Habe ich die bei so einer Modellausstellung in Tulln an der Donau bekommen. Funktioniert zwar jetzt nicht so gut bei der Modellbahnanlage, Stromabnehmer kann ich auch nicht heben. Ist mir auch ziemlich egal, ob ich das kann oder nicht. Hauptsache die Modellbahn funktioniert. Und vielleicht mache ich mal ein Fahrvideo, da wo ich die Baureihe 103 mal zeigen werde. Ja, die 103, ja, also hole ich mir noch die Baureihe 218 oder 216. Ich weiß nicht, weil auf der einen Modellbau Ausstellung da, ja, hat's nur die 216 gegeben. Aber vielleicht, wenn die nächste Messe ist, dann hole ich mir die Lok ganz bestimmt. So Leute, danke fürs Zusehen. Ich mache auch vielleicht ein Video, wo ich die wunderschöne 103, 103
13 fahren lasse. Und dann danke fürs Zusehen. Das Video kommt, keine Ahnung. Ich mache wieder so eine Premiere. Aber hier könnt ihr das sehen. Das ist wegen, damit das hier Strom bekommt. Ich mache dann noch vielleicht ein zweites Video über die Baureihe 103. Wenn ihr es wollt, schreibt ein Ja in die Kommentare. Wenn ihr es nicht wollt, schreibt ein Nein in die Kommentare. Ja, dann danke fürs Zusehen und dann tschüss.